So, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute mit einer Spezialausgabe von Zielites Eintopf und vom Katalonien-Podcast, weil wir heute nämlich mal so ein kleines Experiment machen und ein Crossover veranstalten. Ich begrüße am anderen Ende der verschiedenen Leitungen zunächst mal den Luis. Hallo Luis, grüß dich. Hallo Thorsten. Hi. Ja, und dann begrüße ich den Patrick. Patrick ohne K. Moin, moin. Moin, moin. So, jetzt müssen wir natürlich schon mal ein bisschen was erklären, ne? Gestern Abend war eigentlich geplant, dass wir einen Katalonien-Podcast machen, eine Sonderfolge hier vom RC3, die leider aus technischen Gründen nicht stattfinden konnte. Da sind ein paar Sachen schiefgegangen, das wäre ein Audio gewesen, was wir nicht hätten senden wollen und nicht machen können. Das haben wir dann einfach gelassen und haben dann gedacht, wir haben ja noch den Slot für den Zielites Eintopf. Das ist für die Katalonien-Podcast-Hörerinnen draußen mein zweiter Podcast, den ich habe. Könnt ihr euch auch gerne mal dann angucken. Den Link dazu findet ihr dann natürlich auch in den Shownotes. Und da haben wir gedacht, wir machen mal ein Crossover und nehmen den Luis mit in den Eintopf mit rein und machen einen Katalonien-Eintopf daraus heute mal. So dass wir versuchen, beide Welten irgendwie ein bisschen zu mischen. Ja, ja, da schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Ne? Jetzt vielleicht mal für beide Hörerseiten und auch für die, die vielleicht jetzt ganz neu zuhören, fange ich mal an, ein bisschen den Katalonien-Podcast zu erklären, was wir da tun. Wir haben uns, der Luis und ich, also Katalonien-Podcast ist jetzt so circa ein Jahr alt, der Luis und ich hatten uns damals zusammengetan und haben gesagt, wir müssen mal einen Podcast starten, in dem wir die Geschehnisse in Politik und Gesellschaft, die in Katalonien so passieren, einem deutschsprachigen Publikum näher bringen. Weil es da nämlich gerade in der Berichterstattung zu den politischen Themen in Katalonien recht mau aussieht, was da die Berichterstattung angeht. Und das haben wir dann aufgenommen und wir sind dann jetzt, was den Katalonien-Podcast angeht, in Folge 16 angelangt. Auch hier wie immer, wir haben heute den 29.12.2020. Und ja, genau, das ist das, was wir so relativ regelmäßig machen. Versuchen halt immer ein bisschen so die Geschehnisse und aktuellen Themen ein bisschen durchzubringen. Ihr findet uns auf der Internetseite katalonien-podcast.de. Dort natürlich dann auch der Feed abonnierbar und sämtliche Informationen zu uns und alle Folgen und so weiter. Ne? Wir freuen uns dann auch gerne über Kommentare unter der jeweiligen Sendung und genau, so denken wir uns das. Und dann vielleicht noch mal ein paar Worte zu dem Zielites Eintopf, wo ich versuche, verschiedene Themen und verschiedene Menschen zusammenzubringen. Wir sind da jetzt in Folge, lass mich denken, 7 angelangt. Hauptsächlich in den letzten Folgen habe ich da mit dem Patrick gesprochen über Diverses. Ja, das ist so eine Art Tech-Laber-Podcast und ja, ein bisschen entstanden aus dem Audiodump-Universum von dem Malik. Die sind ja morgen nochmal dran hier. Und genau, da ist eine Sache, die ich vielleicht an der Stelle mal noch pluggen will. Ich hatte ein sehr interessantes Gespräch mit einem Schulleiter einer Realschule Plus hier aus Ludwigshafen, wo ich sitze. Und das ist die Folge
3, wenn ich mich recht irre, findet ihr da auch auf der Seite seacasts.net. Dort ist das alles abgebildet. Können wir vielleicht auch gleich nochmal in den Chat die Links reinpacken. Mal schauen. Die Folge wollte ich eigentlich mal empfehlen. So, was wir jetzt aber heute machen wollen, ist tatsächlich das, was wir gestern auch vorhatten, das Katalonien-Thema mal ein bisschen zu beleuchten. Der Katalonien-Podcast ist im Normalfall doch immer relativ spezifisch und will, also beziehungsweise setzt im Großen und Ganzen schon ein bisschen Wissen voraus, um was es denn bei diesem Katalonien-Thema grundsätzlich geht. Ja, das können wir jetzt natürlich hier an der Stelle nicht voraussetzen, sodass wir versuchen werden, Luis und ich, und ich würde mich freuen, wenn Patrick dann einfach auch als Unbedarfter, ja, in dem ganzen Thema vielleicht hier und da auch mal eine Frage stellt, wenn was unklar ist, ja, was wir vielleicht mit Betriebsblindheit oder so dann vergessen, dann einfach rein. Für die Besucherinnen aus dem RC3-Thema, wir sind auch im RC3-Sendezentrum im IRC-Chat drin. Da glinse ich immer mal so ein bisschen hoch. Wenn da Fragen kommen, versuchen wir, die einzuflechten. Ansonsten vielleicht zum Schluss noch mal eine kleine Chat-Fragerunde machen zu können. Genau. Habe ich was vergessen, Jungs? Nee, aber ich habe schon mal das erste Problemchen. den Link von dem IRC-Chat, da scheine ich der Einzige drin zu sein. Entweder habe ich den falschen Chat oder ich check's gerade nicht. Dann checkst du es wahrscheinlich gerade nicht. Geschickt hatte ich dir es, ne? Ja, genau, da bin ich rauf, habe mir einen Namen gegeben und dann bin ich rein. Ja. Da steht ein User online und zwar kommt ich. Test, ja, dann musst du noch mal schauen, mach mal /join und dann #RC3-Sendezentrum. Vielleicht kommst du dann rein. Okay. Luis, klingelt bei dir das Telefon? Ich habe eigentlich nicht. Okay. Komisch, ich habe eigentlich alles abgeschalten, ich verstehe es gerade nicht. Aber ja, Jetzt ist vorbei. Gut. Ich werde es nochmal checken, aber... Ja, lass uns mal loslegen. Also, das Thema Katalonien mal angehen. Katalonien ist eine autonome Region im Nordosten Spaniens. Autonom ist klingt immer so, als ob das tatsächlich alles autonom wäre, aber so heißt es nun mal, aber so richtig autonom ist das nicht. Spanien hat eine Zentralregierung und die autonomen Regionen haben natürlich Parlamente, in denen Gesetze abgestimmt werden, aber man darf es nicht vergleichen mit Bundesländern oder so, wie das in Deutschland ist. Ne? Hauptstadt ist Barcelona. Hat Küste am Mittelmeer. Ich denke, damit ist zumindest mal so geografisch erstmal alles klar. Jetzt müssen wir natürlich mal ein bisschen schauen, wo kommt denn dieser Katalonien-Konflikt denn grundsätzlich her? Man muss, um das Ganze verstehen zu können, wissen, dass sich die Katalanen schon auch als eigenes Volk definieren, was so auch aus dem Mittelalter herkommt. Ne? Katalanen haben eine eigene Sprache und die ist nicht, wie man jetzt vielleicht oder wie viele annehmen würden, einfach nur ein Dialekt des Spanischen oder des Kastilischen, sondern es ist tatsächlich eine eigene Sprache, die man schon, also die auch viele französischen Einfluss hat, kann man sagen, und ja, auch eine eigene Schrift, Grammatik und mit allem drum und dran. Also das mal auf jeden Fall, das zeigt auch schon mal so ein bisschen, dass da eine gewisse Abgrenzung dann auch da ist. Ja, vielleicht fangen wir mal an, Luis, so den geschichtlichen Abriss so ein bisschen so Mitte des letzten Jahrhunderts. Ja, wie können wir da mal beginnen? Ja, also zuerst einmal muss man verstehen, dass sozusagen Katalonien als Gebiet oder als Nation, so wie die Katalanen sich gerne definieren, einen viel früheren Ursprung hat als Spanien. Also sozusagen, das beginnt schon im 8., 9. Jahrhundert, wo im Süden von Frankreich sozusagen also immer mehr, also diese Regionen immer mehr an Eigenständigkeit gewinnen gegenüber sozusagen Paris. Und das entwickelt sich dann, bis man sozusagen im 10. Jahrhundert dann ist das sozusagen, ist entsteht die gibt es eine vollkommene Loslösung der Grafschaft Barcelona.
Das ist sozusagen, das ist das mehr oder weniger das heutige, das ist das Territorium, das heutzutage sozusagen Katalonien entspricht. Danach verbindet sich dann das Adel, also die Adelsgeschlechter von Katalonien mit den von Aragon, und das wird dann sozusagen, das wird dann die aragonesische Krone genannt. Und das hat einfach eine, wie es auch ist, auch im 12., 13., 14. Jahrhundert eine, die wichtigste Handelsflotte im ganzen Mittelmeer, die stellen. Und Ende des 15. Jahrhunderts, also ganz genau 1469, kommt es dann zu einer Heirat zwischen Ferdinand von Aragonien und Isabella von Kastilien. Und dadurch, das ist halt sozusagen, das ist das erste Mal, dass sozusagen Spanien an sich als Staat, als Gefüge entsteht. Also das ist natürlich schon 6, 7 Jahrhunderte, nachdem die ersten sozusagen, nachdem ein katalanisches Bewusstsein entstanden ist. Das ist schon eine lange Zeitdauer in dem Sinn. Und die katalanische Sprache ist an sich ist sogar älter als, also die ersten Aufzeichnungen sind älter als die ersten kastilischen. Kastilisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Italienisch sind an sich alle einfach mehr oder weniger parallel aus dem Lateinischen rausentwickelt und sind natürlich auch alle sprachverwandt in dem Sinn. Wichtig für die heutigen Ereignisse ist vor allem der Erbfolgekrieg in Spanien. Da ist es einfach so, dass Kaiser Karl II. In Spanien eben ohne Thronfolger stirbt. Und dadurch kommt es zu einem Streit zwischen dem Bourbonischen Haus in Frankreich und dem Habsburger Haus in Österreich. Die streiten sich eben um das spanische Gebiet. Dieser Konflikt, dieser Krieg dauert von 1700 bis 1714 oder 1713. 1714 ist es dann so, sozusagen, dass die bourbonische, also, dass die, ja, also das bourbonische Heer fällt in Barcelona ein und vertreibt die letzten Habsburger. Kaiser Karl ist schon 1713 davor, also wird dann Karl der VI., weil der wird dann auch sozusagen zu Hof gerufen nach Wien und übernimmt dann dort die Geschäfte und überlässt dann im Endeffekt Katalonien seinem Schicksal. Und man kann sich natürlich erwarten, dass sozusagen neu vereinte Spanien mit einem bourbonischen König natürlich nicht besonders viel Vertrauen den Katalanen schenkt, die sich ja im Erbfolgekrieg auf die Habsburger Seite geschlagen haben. Dementsprechend werden natürlich auch die Regenten, die dann eingesetzt werden, die werden einfach, das sind dann nicht mehr Regenten aus Katalonien, die Ämter übernehmen sollen. Das sind dann meistens, die werden dann entsandt aus Madrid und haben natürlich eine fehlende Empathie. Zweitens gibt es natürlich auch noch viele Rachegelüste. Das heißt, es folgt eine Welle und natürlich auch, also es ist auch so, dass es eine große Exilwelle gegeben hat. Also damals schon, das ist das katalanische Exil. Da sind dann sehr, sehr viele eben in Österreich gelandet. Und dementsprechend gibt es einfach eine Repressionswelle und eben ein mangelndes Bewusstsein bzw. ein mangelndes Verständnis gegenüber der katalanischen Kultur, der katalanischen Sprache. Man versucht auch das zu unterbinden. Es gibt Verbote. Es ist auch so, dass zum Beispiel eben bei Ämtern vor Gericht man Spanisch spricht. Man muss sich denken, muss bedenken, dass 99% der katalanischen Bevölkerung keine Ahnung von Kastilisch hat, dementsprechend dem ausgeliefert ist. Und das ist natürlich, also das vor allem auch natürlich auch, dass man sozusagen dem Katalanischen, man gibt immer vom, oder da entsteht die Tradition, dem Katalanischen, das Katalanische als Bauernsprache abzustempeln. Ja, also sozusagen, man versucht eigentlich immer wieder oder seitdem, seit 300 Jahren eigentlich diese spanische Kultur der katalanischen überzustülpen. Und das funktioniert nur teilweise ganz gut. Also bis vor 100 Jahren oder bis vor 150 Jahren hat in Katalonien fast niemand Spanisch gesprochen. Das ist erst dann über die Immigration, vor allem dann nach dem Frankismus oder durch den Frankismus dann eigentlich entstanden, dass immer mehr Leute
und auch natürlich durch die blühende Wirtschaft in Barcelona, die eben sehr viele Einwanderer aus dem Süden, unter anderem auch meinen Großvater, nach Katalonien gebracht hat, entstanden, dass dann immer mehr Leute eben dann Spanisch gesprochen hat. Und heutzutage ist es eigentlich fast umgekehrt, dass man in Spanien, also in Katalonien, eigentlich fast mehr Spanisch spricht als Katalanisch. Ja, ja. Du hast den Franquismus schon angesprochen. Das war ja eine richtige Zäsur, auch also nach dem, was im Mittelalter und dann in der späteren Neuzeit passiert ist, hat da ja dann nochmal wirklich extreme Repressionen gegeben. Franco hat die katalanische Sprache und auch alles, was mit katalanischer Kultur hatte, tatsächlich unterdrückt und auch verfolgt. Kannst du da ein paar Worte verlieren, wie sich zum einen der Bürgerkrieg ausgewirkt hat auf Katalonien und dann auch diese Diktaturzeit, die ja dann bis Mitte der 70er Jahre tatsächlich lief? Also muss man vielleicht noch nochmal zurück, sagen, ein bisschen ausholen. Also es ist dann so, dass sozusagen Ende des 19. Jahrhunderts eine katalanische Blütezeit entsteht. Also da, nachdem, man muss auch bedenken, dass der katalanische Adel und die katalanische sozusagen, also die Oberschicht, legt mehr und mehr das Katalanische ab, und Spanisch wird halt, oder Kastilisch wird die Sprache der Eliten in Katalonien auch. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so, dass irgendwie, also viele, also sag mal so, ein großer Teil des Bürgertums hat davon profitiert, von dieser Zusammenkunft mit Spanien, und hat natürlich genauso haben die Katalanen auch mitgemacht bei der Versklavung von Südamerika und solche Sachen. Also, oder waren genauso Sklaventreiber, die eben afrikanische Sklaven nach Südamerika gebracht haben. Also es ist jetzt nicht so, dass die Katalanen sich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie moralisch hochwertiger wären oder solche Sachen. Also das, alle Menschen sind gleich und Idioten gibt es überall. Was wichtig ist sozusagen, ist eben das erste Mal, dass ein neues Bewusstsein entsteht dem Katalanischen gegenüber Ende des 19. Jahrhunderts und mehr sozusagen mehr, also auch kulturell wieder mehr verwendet wird die katalanische Sprache. Daraus entsteht dann vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts oder am Anfang des 20. Jahrhunderts eine breite Schicht, die sozusagen ein neues Bewusstsein und vor allem auch, das kommt auch aus der Arbeiterklasse, also aus der Arbeiterbewegung, die in Barcelona entstanden ist, die gegenüber dem Katalanismus eigentlich. Daraus dann, also sozusagen dann in den 30er Jahren dann die Zweite Republik in Spanien entsteht, verbinden sich eben diese linken Kräfte in Madrid oder beziehungsweise verbunden. Sagen wir so, es ergibt sich ein Zeitfenster, das positiv für die Entwicklung eines katalanischen nationalen Bewusstseins eigentlich sich auswirkt. Da gibt es auch Bestrebungen für mehr Autonomie, da gibt es auch in dieser Zeit, sozusagen am Anfang des 20. Jahrhunderts, entwickelt sich die erste Unabhängigkeitsbewegung sozusagen in Katalonien. Was aber dann 1936 eben durch den Militärputsch in Spanien, dann brutal unterbunden wird. Die Regierung, die katalanische, muss dann auch 1939, nachdem man den Krieg verloren hat, eben nachdem die Republikaner den Krieg verloren haben, auch ins Exil. Und danach, um jetzt auf deine Frage sozusagen zurückzukommen, wird die katalanische Sprache zumindest im öffentlichen Raum einfach unterbunden, aus dem Schulsystem sowieso gestrichen, man darf auch keine Bücher, keine Musik publizieren, das wird erst dann bis in den 60er, 70er Jahre, wird das langsam aufgelockert. Aber eben, es ist heutzutage noch so, dass die ganze Generation sozusagen also sozusagen bis die erst, weiß nicht, 78 oder sowas oder 79 konnte man dann wieder katalanisch unterrichten. Das heißt, ganz viele Menschen, die jetzt zum Beispiel älter als 55, 60 sind, die haben nie katalanischen Unterricht genossen. Das heißt, die können auch wirklich sehr schlecht katalanisch schreiben.
Das kann ich bestätigen. Mein Schwiegervater ist so einer, der sich immer dann leider und das auch immer bereut, die spanischen Zeitungen kauft, ja, weil er sie besser lesen kann, ja. Aber er Genau. spricht seine Muttersprache ist das Katalanisch, ganz eindeutig, ja. Und das ist schon sehr wichtig, also dass eine Sprache, das Verständnis von einer Sprache auch mit Bildung einhergeht. Das wirkt sich ja dann auch zum Beispiel darauf aus, dass eben zum Beispiel eben, wenn man mehr auf Spanisch liest, also wenn die Menschen nicht so gut Katalanisch lesen können wie Kastilisch, dann werden natürlich auch mehr Bücher wiederum auf Kastilisch publiziert. Was ja sowieso so ist, weil der Weltmarkt für Kastilisch viel größer ist als der im Katalanischen. Und jetzt ist es so, dass man heutzutage noch, wo es ja eigentlich ein viel mehr, also wo ja es alles erlaubt ist und es viel größeres Bewusstsein dem gegenüber gibt, man ganz viele Bücher selbst in Barcelona auf Katalanisch gar nicht findet. Weil eben, und das ist ein Spezifikum dieser katalanischen oder der baskischen oder der galizischen Gesellschaft in Spanien ist eben, dass diese Zweisprachigkeit Vor- und Nachteile bringt in dem Sinn. Sozusagen, das Problem ist, in dem Moment, wo alle Leute diese Mehrheitssprache auch können, natürlich ganz viele Medien nur für diese Mehrheitssprache, weil du ja einfach viel mehr Publikum erreichen kannst, publizieren, also arbeiten, also mit dieser Mehrheitssprache arbeiten. Und dadurch schwierig ist, überhaupt aus dieser Blase des Katalanischen rauszukommen, weil du einfach nicht sozusagen, also wenn es zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal an, Einwanderer aus Pakistan ziehen nach Barcelona oder nach Girona, werden sie in den allermeisten Fällen erst einmal Kastilisch lernen, weil das einfach eine Weltsprache ist. Katalanisch sprechen heutzutage zwischen 10 und 11 Millionen, keine kleine Sprache in dem Sinn. Es ist sogar, glaube ich, europaweit, glaube ich, die 13. größte Sprache. Aber natürlich nicht die, ich weiß nicht, 600 Millionen, die Kastilisch sprechen. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Und dementsprechend, wenn man zum Beispiel jetzt, also zum Beispiel, es ist auch zum Beispiel so, dass eben Filme werden nicht synchronisiert auf Katalanisch, wenn nicht die katalanische Regierung extra dafür Fördergelder hergibt und das sozusagen in Auftrag gibt. Und das ist natürlich schwierig. Also es ist zum Beispiel so, es ergibt sich einfach durch diesen medialen Einfluss, und ich bin ja nicht dagegen gegen diesen medialen Einfluss, aber durch diesen medialen Einfluss ergibt sich, dass ein katalanisches Kind, das zu Hause nur Katalanisch spricht, das im Kindergarten Katalanisch spricht, trotzdem aus heiterem Himmel auf einmal Spanisch kann, Kastilisch kann. Das ist natürlich ein Vorteil, dass wir alle auch Kastilisch können, aber ein Nachteil für die katalanische Sprache, weil es dadurch einfach desto weniger Raum es in der Öffentlichkeit gibt, desto weniger Möglichkeit zu praktizieren es gibt, desto weniger werden eben zum Beispiel diese pakistanischen Familien, die nach Katalonien kommen, von alleine, von sich aus Katalanisch lernen. Und dafür, dass diese Sprache nicht ausstirbt, braucht man eben ein Schulsystem, das das fördert, dass alle Menschen Katalanisch und Kastilisch lernen. Ja. Das sind so mal ein bisschen so die Wurzeln gewesen, wo auch diese Unterdrückung so herkommt. Jetzt gab es dann den Umbruch. Franco starb, hat quasi sein damals designierten Nachfolger, also hat dann auch entschieden, dass es Spanien eine Monarchie sein soll, und hat seinem designierten Nachfolger dann quasi die Macht dann auch übergeben, Juan Carlos der Erste, der jetzt auch in sehr negativen Schlagzeilen ist, der dann quasi die Demokratisierung von Spanien vorangetrieben hat. Im Zuge dessen musste natürlich, weil man ja zuvor diktatorische Gesetzgebung mit allem drum und dran hatte, musste man natürlich für ein neues, ja, man musste das Zusammenleben der einzelnen Regionen neu definieren. Und dabei kam es ja, soweit ich mich erinnere, auch zu einer Entscheidung, dass die Katalanen gesagt haben, ja, okay, wir gehören dazu, wir machen da mit. Es gab ein Statut, in dem grundsätzlich erstmal alle Rechte und Pflichten der einzelnen autonomen Regionen dann niedergeschrieben wurden. Und dieses Statut war dann erstmal gültig, ne? Ja, das hatte dann allerdings ein paar Ecken und Kanten und Dinge, die dann auch nicht mehr in die
politische und auch kulturelle Realität des Landes gepasst haben, sodass man sich in den 90ern dann auch sogar, also wenn ich mich recht erinnere, im Zusammenspiel mit der Zentralregierung darauf geeinigt hat, dass man ein neues Autonomiestatut haben will. Ne? Mhm. Das wurde dann auch formuliert. Da haben wir auch im Übrigen ganz letztes Jahr ganz am Anfang nochmal eine eigene Folge dazu gemacht, können wir auch gerne in den Shownotes dann nochmal verlinken. Wir haben das Autonomiestatut, was 2006 vom katalanischen Parlament beschlossen wurde, und dann auch tatsächlich vom Parlament, vom zentralen Parlament in Madrid auch ratifiziert wurde. Wobei es dazu Streichungen kam und allem drum und dran. Trotz allem war es ein Statut, was dann erstmal da war und wie gesagt, das Zusammenleben und auch das Zusammenwirken der katalanischen Regierung mit der Zentralregierung in Madrid eben geregelt hat. Ja. Was dann passiert ist, ist das, worauf diese gesamte Unabhängigkeitsbewegung, die dann entstanden ist, fußt. Die konservative Zentralregierung in Madrid hat dieses bereits ratifizierte Autonomiestatut, was auch schon tatsächlich gelebt wurde, zumindest mal eine Zeit lang, angegriffen, hat quasi den Verfassungsgerichtshof angerufen und hat gesagt, dass dieses Autonomiestatut in der Form, wie es da ist, nicht verfassungsgerecht wäre, hat das also entsprechend torpediert und hat dann auch tatsächlich im Jahr 2010, na, war das, Luis, glaube ich, Recht bekommen, sodass dieses Autonomiestatut in ganz, ganz wesentlichen Punkten sehr stark eingeschränkt wurde und eigentlich auch nichts mehr mit der ursprünglichen Idee zu tun hatte. Ja? Und da gingen dann die riesengroßen Proteste los. Vielleicht magst du an der Stelle mal noch mal weitermachen. Ja? Ja, genau. Also muss auch da, glaube ich, noch ganz kurz ein bisschen besser die Transition erklären. Ja. Also 1975 stirbt eben Franco. Daraufhin gibt es eine längere Zeitspanne, streckt sich bis 1978 aus, in der sozusagen, da wird eine Verfassung abgesegnet. Also in dieser Zeitspanne einigt man sich eigentlich darauf, dass erstens, also es gibt ein Amnestiegesetz, dass sozusagen alle Verbrechen, die während dem Bürgerkrieg und während der Franco-Diktatur begangen wurden, eben mehr oder weniger für nichtig erklärt, also man schaut nicht zurück. Jetzt sitzen natürlich jetzt am Tisch bei den Verhandlungen für diese neue Verfassung einerseits natürlich die alten frankistischen Strukturen, also das Militär, im Endeffekt die Franco-Minister, die ganzen politische Struktur des Frankismus und demgegenüber sozusagen jene, die im Exil gelandet sind, damals, die 40 Jahre im Exil waren, also die Kommunisten, die Sozialisten, diese ganzen Menschen. Also sozusagen, ich sag mal so, es gibt in Spanien eine große Diskussion sozusagen über Täter und Opfer. Ich würde mal sagen, es ist ganz klar, wer hier die Täter sind, weil 1936 gab es einen Putsch, es gab davor eine demokratische Regierung, die gewählt wurde, die einfach ein Teil der Gesellschaft nicht akzeptiert hat, vor allem das Militär und die Kirche und sagen wir so, die eher so die konservative Seite. Und dann haben sie eben diesen Putsch gemacht, haben dann einen dreijährigen Krieg angezettelt, der Millionen Opfer im Endeffekt gebracht hat. Also jetzt sei es Tote, sei es Flüchtlinge, unter anderem auch ein Teil meiner Familie, die flüchten haben müssen. Und dann, gut, man kann sagen, im Krieg passieren Sachen, aber erstens
war es eben eine Seite, die diesen Krieg verursacht hat, und zweitens war es die gleiche Seite, die dann 40 Jahre regiert hat und eben eine Rache ausgeübt hat. Das heißt Repression, das heißt KZs, es gab in Spanien Arbeitslager, man hat ein riesen Mausoleum für Franco gebaut, wo 20.000 republikanische Soldaten dort also engagiert waren, wo auch ganz, ganz viele gestorben sind dort. Also es gab eine ganze Welle, also auch natürlich auch politische Unterdrückung und auch Strafgerichte, alles Mögliche. Bis 1975 sind Leute erdrosselt worden von militärischen Strafgerichten. Das heißt, man kann das ja nicht einfach so auslöschen. Und diese Bevölkerung, die mit Füßen getreten worden sind, war immer noch da, ist halt teilweise zurückgekommen. Und damit man ein Zusammenleben und ein überhaupt in die Zukunft schauen ermöglichen kann, hat man einfach beschlossen, gut, wir kehren das mal unter den Tisch, wir machen eine Verfassung, wir einigen uns darauf, lassen wir es mal sein, schauen wir in die Zukunft. Muss man sich damals auch natürlich. Ja? Muss man sich halt auch schon mal überlegen. In Deutschland gab es nach der Nazi-Zeit eine groß angelegte Entnazifizierung, die darauf aus war, Nazis, was natürlich nicht in Gänze gelungen ist, aber zumindest gab es diese Bestrebung, die Nazis aus den öffentlichen Ämtern rauszunehmen, aus Gerichten, aus dem Lehrkörper und so weiter. Es gab die Nürnberger Prozesse, in denen die Straftaten aufgearbeitet wurde, und all das hat man in Spanien nicht. Das gab keine, also nicht in der Form. Ja, es gab keine, bis heute keine ordentliche Aufarbeitung der Franco-Zeit, und wenn man genau hinschaut, findet man in ganz vielen Ämtern immer noch, entweder sind es Anhänger, mittlerweile sind ja wahrscheinlich schon viele wirklich in einem Alter, in dem sie dann nicht mehr drin sind, aber trotz allem gibt es dies in Spanien, ne? dass dort aus dieser alten Zeit die Sachen, die Leute noch da sind. Ja. Genau, es ist auch so, dass zum Beispiel eben, also auch ganz klar, also da wurden Richter, die unter Franco Eid geleistet haben, einfach weiterhin, jetzt waren sie auch von Tag auf Nacht Demokraten und durften weiterhin Richter sein. Da war ein Franco-Minister, der einfach eine neue Partei gegründet hat, die heutige, die dann später umbenannt wurde und die heutige Volkspartei, die spanische ist. Das war ein Franco-Minister, der sie gegründet hat. Das heißt, da gibt's ja keinen, das ist ja kein Übergang, das ist ja kein Bruch. Das ist einfach, es wurde einfach zu einer Demokratie weiß gewaschen, das Ganze. Ja. Damals konnte man das noch verstehen, weil es, wie gesagt, wahrscheinlich hätte es keine andere Möglichkeit gegeben, genau so diesen Übergang zu vollziehen, weil man sonst wahrscheinlich in einen weiteren Bürgerkrieg, in einen zweiten Bürgerkrieg geschlittert wäre. Es war schon wichtig, sozusagen mit Juan Carlos eine Figur zu haben, die sozusagen diesen Übergang repräsentieren kann, die mehr oder weniger beide Seiten sozusagen irgendwie vereinen kann und diese Sicherheit, diese Stabilität bietet. Gut, 40 Jahre später oder 30 Jahre später, wie vor 10 Jahren, 15 Jahren, hat man angefangen wollten, oder ein Teil nicht nur der katalanischen Gesellschaft, sondern der ganzen spanischen Gesellschaft, das mal aufbrechen, diese ganzen Strukturen. Man muss auch bedenken, es geht ja sogar so weit, dass sogar die Partei Francos immer noch erlaubt ist in Spanien. Auch sind auch faschistische Symbole auch sind erlaubt. Also du kriegst keine Strafe deswegen. Sie heißen halt nicht konstitutionelle Symbole. Also sie gehören nicht zu unserer Konstitution, also zu unserer Verfassung, aber dir wird nichts passieren, auch nicht Hakenkreuze. Dir wird nichts passieren, wenn du mit einem Hakenkreuz auf der Straße herumrennst. Nichts. Ja. Gut. Ich denke mal, dass man vor, und man muss auch bedenken, gut, diese Verfassung wurde 1978 verabschiedet, aber heutzutage der Großteil der Wählerschaft hat die damals, die waren zu jung damals, um mitstimmen zu können. Also das sind Menschen, die noch immer sozusagen an diese Verfassung gebunden sind, die damals nicht die Chance hatten, diese zu wählen. Und man muss auch natürlich, wie ich schon öfters gesagt habe, auch bedenken, in welchem Moment, welchem Zeitpunkt diese Verfassung damals verabschiedet wurde. Jetzt hat es vor 10, 15 Jahren eben, also 1979, um das noch abzuschließen,
bekommt dann in Katalonien ein neues Statut, was eben dieses Statut soll eben die politischen Beziehungen zwischen Katalonien und dem und Spanien, dem Staat Spanien, definieren. Und 2005 versucht man eben dieses Statut zu erneuern, also 26 Jahre später. Das wird sozusagen erster, also da gab es damals José Luis Rodríguez Zapatero, der damalige spanische Ministerpräsident, der sagt ja, er wird, das ist ein ganz berühmter Satz, er wird das, was die Katalanen und das Parlament von Katalonien beschließt, wird er unterstützen und wieder durchsetzen. Das geht erster, wird das im katalanischen Parlament abgestimmt, man verfasst einen Text, der geht durch im Parlament, der wird auch noch in Madrid wieder zwar gekürzt, also er geht auch noch durch den Kongress der Abgeordneten und durch den Senat, dort wieder gekürzt, wird dann per Referendum 2006 von den Katalanen angenommen, mit einer Mehrheit von, ich glaube, ich habe es 74% der Stimmen, bei einer Wahlbeteiligung von 49%. Gut, was passiert dann? Jetzt kommt die Spanische Volkspartei, wie du gerade gesagt hast vorher, unternimmt eine Unterschriftenaktion gegen diesen neuen Statut, und das dauert dann 4 Jahre, bis 2010 dann der Verfassungsgerichtshof einfach wesentliche Teile davon beschneidet und beziehungsweise eigentlich der Statut blockiert. Und daraufhin sind dann auf einmal spontan fast 1 Million Menschen auf der Straße und fordern nicht mehr, also ein Teil davon fordert schon Unabhängigkeit und fordert vor allem Selbstbestimmung. Und diese Demo hat alles ausgelöst oder ist sozusagen dafür verantwortlich oder ist eigentlich die Lawine, die auch immer nicht gestoppt ist, also die einfach, danach hat man eigentlich nur noch auf dieses Ereignis reagiert. Und ich bin der Meinung, dass man auch danach nichts mehr anders, nachdem so viele Menschen spontan auf die Straße gehen und Selbstbestimmung verlangen, kannst du das nicht mehr, du kannst das nicht mehr rückgängig machen, du kannst nicht mehr so tun, als ob das nicht passiert wäre. Also für die Katalanen war das ein Schlag ins Gesicht, weil man hat ihnen erst versprochen, dass sie das alleine ausmachen können, dürfen, und dann vor allem so lange Zeit gebraucht, um dann das sozusagen, um das sowieso nichtig zu machen. Also für die Katalanen und für den großen Teil der katalanischen Bevölkerung ist es das Gefühl, dass man erstens nicht mit dem spanischen Staat nicht verhandeln kann, dass diese Kompromisse nie eingehalten werden, und dass im Endeffekt sowieso ganz egal, was passiert, sie sowieso immer machen, was sie wollen und auch nichts, vor allem, und das ist das Wichtigste, nichts sicher ist. Dass alles auch genauso wie das katalanische Schulsystem andauernd angegriffen wird, es nie etwas geben wird. Du kannst in Katalonien, 74% der Bevölkerung waren für dieses Statut. Und da muss man auch sagen, ein großer Teil der der damaligen Unabhängigkeitsbefürworter waren gegen dieses Statut, weil es ihnen nicht weit genug ging. Also das war schon sozusagen, wenn wir immer schon von dieser Mitte der Gesellschaft reden, das war die Mitte der Gesellschaft. Das war der Kompromiss, mit dem sich Katalonien mit Spanien, auf das sich Katalonien mit Spanien einigen konnte. Und wenn dieser Kompromiss nicht zustande kommt, naja, was dann? Was wollen wir hier überhaupt? Ja, richtig. Aus diesen Protesten, wie du schon sagst, dann ist recht viel entstanden. Zum einen natürlich außerparlamentarische Aktivistengruppen, politische Gruppen und natürlich auch Parteien, die sich dann auch zur Wahl gestellt haben. Die heißen dann so wie Junts per Cat, Junts per Si, dann im Nachhinein, ja, und benennen sich um. Aber es gibt, die haben dann auch natürlich ganz verschiedene politische Richtungen, aber sie eint eben dieser Wunsch nach Selbstbestimmung. Genau, und darauf, was natürlich dann trotz allem immer wieder probiert wurde, und aber von der Zentralregierung in Madrid immer abschlägig behandelt wurde, ist die Themen, die in dem Statut weggestrichen wurden, dann doch wieder aufzunehmen und zu versuchen zu verhandeln. Und dem hat sich Madrid immer wieder entzogen.
Woraufhin dann auch nicht nur die politischen Vertreter in den Parlamenten, sondern tatsächlich dann auch das Volk. Und das kann ich auch wieder aus eigener Erfahrung sagen. Also meine Schwiegermutter war nie eine große Anhängerin dieser Unabhängigkeitsbewegung, hat aber immer mehr gemerkt, dass es einfach keinen Sinn macht, dass man nicht durchkommt in dem Madrid, dass es ja Ungerechtigkeiten gibt. Viele sagen ja immer, das ist alles nur aus finanziellen Gründen. Natürlich haben da finanzielle Gründe eine Rolle gespielt. Ne? Katalonien ist einer der größten Nettoeinzahler in den Gesamthaushalt von Spanien. Aber es gab dann auch so Ungerechtigkeiten, wo meine Schwiegermutter ist Ärztin, die dann halt einfach gemerkt hat, Ärzte in Andalusien kriegen viel mehr Geld. Ja, bei uns streichen sie jetzt, weil wir vom Staat von der Region Katalonien bezahlt werden, streichen sie uns jetzt Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld weg. Und so Themen, ja, das sind einfach Ungerechtigkeiten, die innerhalb von Spanien stattfanden, haben dann auch tatsächlich ganz moderat denkende Menschen dazu bewogen, das zu unterstützen, um einfach auch zu sagen, es reicht jetzt mal, ja, es reicht tatsächlich, ja. Und daraufhin und gestärkt auch durch diese Bewegung in der Bevölkerung hat man dann entschieden, man will, und jetzt kommt dann diese jüngere Geschichte, man will ein Referendum machen, einfach auch um ein Zeichen zu setzen und zu sagen, so geht es nicht weiter, wir haben alle Register gezogen, das kann man natürlich so und so beurteilen, die einen, ja, aber im Endeffekt, wenn man das wirklich mal tief sich da einliest, kann man das schon so sagen. Wir haben alle Register gezogen, um mit Madrid hier entsprechende Regelungen zu treffen, und es war keine davon irgendwie erfolgversprechend. Und deswegen müssen wir jetzt den Schritt gehen und sagen, wir fragen das Volk, ob es sich von Spanien lösen will. Ne? Ja, und jetzt kannst du nochmal übernehmen. Ja, also es ist ja viele Ungereimtheiten. Sagen wir so, diese Entwicklung passiert ja nicht von einem Tag auf den anderen. Ja. Und da gab es viele Sachen, die schon geschlummert sind. Man versteht zum Beispiel nicht, wieso, also der Hochgeschwindigkeitszug in Barcelona oder in Katalonien so spät angekommen ist, wenn es um eine Verbindung, also sozusagen, also geopolitisch ist ja Katalonien in einer hervorragenden Lage. Also erstens Zugang zum Mittelmeer, zweitens Zugang zum restlichen Europa. Katalonien schneidet ja sozusagen geografisch mehr oder weniger Spanien vom restlichen Europa ab. Weil ja sonst ja auch hauptsächlich, also dort hast du noch die Pyrenäen, also Aragon, Navarra bzw. Baskenland hast du die Pyrenäen dazwischen, das ist ein bisschen schwieriger. Das heißt, entweder du umfasst Katalonien oder du am besten, und deswegen gibt es ja auch die meisten Handelsrouten oder die ganzen Autobahnen, wo der ganze Lastverkehr sozusagen durchfährt, ja, ist ja in Katalonien hauptsächlich. Und man versteht einfach nicht, wieso, wenn sozusagen diese ganze Region eben im Mittelmeer mit Valencia, Tarragona, Barcelona, wo auch die größten Häfen eben sind, wieso das nicht unterstützt wurde, wieso zum Beispiel eben es fast überall Hochgeschwindigkeitsanbindung gab im Rest von Spanien, außer in Katalonien, wo es erst 2006 ankam, richtig, also die Verbindung Barcelona-Madrid, während man zum Beispiel Sevilla mit Madrid schon 92 verbunden hatte, wegen der damaligen Expo. Ja, also das ist zum Beispiel eine Sache, zum Beispiel auch, dass man in Katalonien, also es hat natürlich auch wirtschaftliche Beweggründe, zum Beispiel, dass man in Katalonien überall für die Autobahnen zahlt, während man in Madrid fast nichts zahlt und alle solche Sachen, Autobahnen, die außerdem noch schon längst abbezahlt sind vom spanischen Steuerzahler. Das sind so lauter Ungerechtigkeiten, auch zum Beispiel, wie es um Subventionen geht, für Studien, also zum Studieren, ganz viele Sachen, wo man einfach eine Übervorteilung gibt, erkennt gegenüber den anderen Regionen. Aber ich würde sagen, dass das eigentlich das Wirtschaftliche gar nicht das größte Problem ist. Also in Wirklichkeit geht es um eine fehlende politische Repräsentation. In Katalonien hat man von Anfang an andere Parteien gewählt als in Spanien, und das hat mit der Zeit dazu geführt, also katalanistische Parteien vor allem,
Das hat mit der Zeit vor allem geführt, dass natürlich die Zentralregierung in Madrid nur dann wirklich Konzessionen gegenüber Katalonien macht, wenn sie katalanische Stimmen auch wirklich brauchen. Also es ist auch so historisch gesehen, in Spanien gibt es ja meistens, oder bis jetzt hat es ja nie eine Koalitionsregierung in Spanien gegeben. Also es war immer entweder die Volkspartei oder die Sozialistische Partei an der Macht, selbst mit Minderheitenregierungen, die dann eben geduldet wurden von der Opposition, um eine gewisse Stabilität zu bringen. Und das hat dazu geführt, dass man, wenn man sich eben Stimmen holen musste, hat man dann eben dann Konzessionen gegenüber Katalonien oder dem Baskenland gemacht. 2002 kommt es dann dazu, dass die Spanische Volkspartei das nicht mehr braucht. Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, dass eben nach und nach die Terrororganisation ETA eben zugrunde geht und dieser fehlende Feind, und das war schon ein Motor der spanischen Gesellschaft, war eben vereint zu sein gegen diesen Feind und vor allem hat es geheißen, also gegen diesen terroristischen Feind und vor allem hat es geheißen damals, wenn es keinen Terror gibt, dann kann man über alles reden. Also dann kann man sozusagen auch über die Unabhängigkeit des Baskenlandes und von Katalonien sprechen. Und heutzutage sehen wir, es gibt keinen Terror, aber man darf erst recht nicht drüber reden. Wenn du drüber redest, dann kommst du ins Gefängnis. Wir müssen ein kleines bisschen Gas geben, Louis. Ja, tut mir leid. So kennen wir dich, alles gut. Deswegen sage ich es ja. Nochmal auf die jüngere Geschichte zurückzukommen, ne? Also das Referendum wurde dann natürlich von den oberen, also von den oberen, das ist natürlich auch blöd, dann von der Zentralregierung in Madrid. Damals war auch die Volkspartei, die PP, noch am Ruder, wurde natürlich verboten und als nicht verfassungsgemäß erklärt. Man muss natürlich dazu sagen, eine Verfassung, ich denke, welche auch immer, sieht ja grundsätzlich erstmal nicht vor, dass sich ein Teil eines Landes von dem Land abtrünnig macht. Also das ist ja erstmal in der Verfassung grundsätzlich nicht vorgesehen. Von daher, ja, also das Referendum wurde verboten, wurde dann aber am 1. Oktober 2017 trotzdem durchgeführt in Katalonien, was dazu geführt hat, dass der spanische Staat mit extremer und aller Härte versucht hat, dieses Referendum am 1. Oktober an diesem Tag zu verhindern. Das heißt, es wurden Polizisten nach Barcelona und ins ganze Land gekarrt. Die haben dann teilweise auf Kreuzfahrtschiffen übernachtet. Und diese Polizisten sind dann in die Wahllokale rein, haben die Urnen rausgeholt, haben die beschlagnahmt. Natürlich gab es Proteste dagegen. Diese Proteste wurden mit extremer Polizeigewalt niedergeschlagen. Die Bilder gingen um die Welt. Was dann dabei rauskam, ist, dass eine Mehrheit für die Unabhängigkeit von Katalonien gestimmt hat. Das katalanische Parlament unter dem Präsidenten Carles Puigdemont zu dem Zeitpunkt hat dann auch, ich meine, 10 Tage später oder so die Unabhängigkeit erklärt und dann ging's los. Ja, dann das hat natürlich der spanische Staat so nicht auf sich sitzen lassen, hat dann einen Joker gezogen aus der Verfassung, den sogenannten Paragraph 155, in dem sie gesagt haben, in dem halt so sinngemäß drinsteht, eine Autonomieregion, die sich nicht verfassungsgemäß verhält, kann unter die Verwaltung des Zentralstaates gestellt werden. Das haben die dann auch gemacht. Das Parlament wurde aufgelöst und musste neu gewählt werden. Und dann kam das Thema, dass 12 oder 13 der Figuren einmal aus dem Parlament Abgeordnete angeklagt wurden, aber auch Aktivisten, die eigentlich die ganze Sache nur unterstützt haben, tatsächlich auch angeklagt wurden. Und die Vorwürfe waren Veruntreuung von öffentlichen Geldern, aber auch Aufruhr und wie genau? Du hast es Rebellion. Rebellion, genau, das Wort hat mir eben gefehlt, ja, Rebellion. Und das Urteil, was dann kam, war im
letzten Jahr 2019 im Oktober und quasi auch die gedankliche Geburtsstunde dieses Podcasts, unseres Podcasts, ja, war dann tatsächlich sehr, sehr, sehr hohe Haftstrafen für diejenigen, die da in diesem, man kann vielleicht tatsächlich sagen, Schauprozess irgendwie verurteilt wurden von 9 bis 13 Jahren. Ja. Die Leute sind weiterhin im Gefängnis, unter ihnen auch ein gewählter Abgeordneter des Europäischen Parlaments, der mit der, das war noch, also der wurde gewählt, bevor sein Urteil verkündet wurde. Mit der Wahl genießt er laut dem Europäischen Gerichtshof Immunität und müsste auf freien Fuß gesetzt werden. Das interessiert den spanischen Staat nicht, das scheint Europa nicht zu interessieren. Der Mann ist und bleibt im Gefängnis, sein Platz ist frei. Genau, ja. Carles Puigdemont ist zu der Zeit dann ins Exil geflohen, zusammen mit noch zwei weiteren Wegstreitern und wurde dann allerdings auch in seiner Abwesenheit ins Europäische Parlament gewählt, hat diesen Platz auch einnehmen können, nachdem auch da nochmal ein Gerichtsverfahren das hat bestätigen müssen. Und an der Stelle sind wir, ja, und wir haben es in Spanien mit auch aktuell mit einem Staat zu tun, in dem sehr, sehr, also in dem die Gerichtbarkeit, man kann es nicht sagen, nicht unabhängig ist. Die Gerichtbarkeit in Spanien, wenn man da genau hinguckt, ist sehr, sehr stark durchsetzt von den alten konservativen Kräften, die immer noch in Spanien wirken, und dementsprechend fallen auch die Gerichtsurteile regelmäßig aus. Ja. Genau. Kurze Zusammenfassung. Ja, also die Gerichtbarkeit ist in Spanien durchsetzt immer noch von frankistischen Strukturen und auch Mitgliedern der Opus Dei. Und das Allerwichtigste ist eben der Schutz, und das ist eben sozusagen, da steht auch der König stellvertretend, der das auch sozusagen als Garant eigentlich dafür, für diesen den Schutz der Einheit, der spanischen Einheit. Also das ist fast schon heilig, die Unteilbarkeit Spaniens. Und da, also wenn man jetzt, gut, also man muss auch ganz kurz nur sagen, dieses Referendum ist ja nicht einfach so gekommen. Also man hat davor ja jahrelang versucht, eben eine demokratische Lösung zu finden, ohne diesen sozusagen einseitigen Weg, ohne sozusagen einfach selber das durchzuziehen, hat versucht, einen Kompromiss zu schließen, hat versucht eben das zu paktieren, also mit Madrid eben zu verhandeln und eben eine demokratische Lösung, wo man sozusagen auch dann das Prozedere für diese Volksabstimmung festlegt und die Frage festlegt, war keine Chance. Da haben auch katalanische Parteien sind eben auch zum Kongress der Abgeordneten entsandt worden, um diesen Plan vorzulegen. Die sind dann eigentlich ausgelacht worden. Und das ist ja nicht so, dass wir einfach so auf einmal beschlossen haben, oh, wir machen jetzt ein Referendum. Nein. Es hat vor allem 7 Jahre, dieser ganze Prozess hat 7 Jahre dazu gedauert, bis wir überhaupt da waren, obwohl man es ja von Anfang an schon verlangt hatte. Ja. Gut, dann gibt es das Referendum, der spanische Staat ist außer sich vor Wut und sperrt einfach blindlings alle ein, prügelt auf alle Leute, also prügelt alle Leute nieder, ist sich überhaupt keiner Schuld bewusst. Und viele Leute landen eben im Exil, und es gibt jetzt mittlerweile, um das kurz zu fassen, gibt es 3000 Repressalierte in Katalonien. Es ist auch so, dass 75% aller Bürgermeister und Bürgermeisterinnen in Katalonien stehen vor einer Anklage, die müssen vor Gericht, weil sie eben das ist meistens das Ungehorsam, also die werden das ist auch ein politisches Druckmittel. Weil sie das Referendum jetzt, mit unterstützt haben und das zugelassen haben. Weil sie das Modell nur mit unterstützt haben, weil sie nichts dagegen unternommen haben. Also das ist eben, da geht, also meistens, es ist meistens eben, ich habe mir das aufgeschrieben, es ist meistens eben politisch, also eben Ungehorsam und öffentliche Unruhe, was für die meisten Delikte. Was jetzt auch noch dazu kommt in letzter Zeit, ist eben, dass sie immer mehr schauen, weil sie merken, dass in Europa das nicht gut ankommt. Also diese Anklage der Aufruhr, dass man jetzt versucht eben über das
Veruntreuung, also wenn man versucht, Veruntreuung festzustellen. Und da ist es viel schneller, also das ist ein viel schnellerer Prozess und da kann man eben die Leute viel schneller anzentheben, beziehungsweise für einen kurzen Zeitraum eben ins Gefängnis stecken und damit einfach politisch mundtot zu machen. Also hauptsächlich geht es einfach darum, dass diese ganze Bewegung eben bürokratische, administrative Hürden bekommt, eigentlich nur diese ganzen Schläge einstecken muss und eigentlich nicht aktiv, proaktiv werden, sondern eigentlich die ganze Zeit sozusagen in diese Verteidigungslage kommt. Ja. Bitte schön. Ich habe von diesem Thema ja absolut gar keine Ahnung und höre auch das erste Mal davon. Existiert eine vernünftige Berichterstattung außerhalb des Landes, dass quasi Europa oder die Welt davon wirklich regelmäßig erfährt, was da abgeht? Oder wird das Das ist eine halt auch gute, ja, unterdrückt? das ist eine gute Frage. Unterdrückt wird das nicht, weil wir haben ja in Europa grundsätzlich ja erstmal eine Pressefreiheit, die auch da ist. Was das Interessante ist an der Sache, ist, dass du sehen musst, dass in Spanien die Auslandskorrespondenten in Madrid sitzen. Zum Großteil. Es gibt ganz wenige, die tatsächlich mal sagen, okay, ich gehe mal. Die fahren dann mal nach Barcelona, wenn da irgendwie was Spezielles ist oder sowas. Aber die sitzen in Madrid und sind dann natürlich sehr, sehr nah an der Zentralregierung und an dem, was dort passiert. Und dementsprechend wird da dann auch berichtet, ja. Und zwar mit der Einfärbung, und zwar ohne, vielleicht auch eigentlich mal ohne, dass sie das zwingend wollen, ja. Aber sie kriegen halt nur die Sachen mit, die tatsächlich in Madrid passieren, ja. Während es halt Auslandskorrespondenten in Barcelona ja jetzt vielleicht ein bisschen verstärkt, aber nahezu irgendwie nicht gibt. Deswegen ist die Berichterstattung immer ziemlich eingefärbt und nicht immer in der Art und Weise, wie die Realität spiegelt, beziehungsweise werden viele Sachen einfach auch gar nicht berichtet. Ne? Es ist auch zum Beispiel so, dass, also wenn man jetzt einfach an, das kann man ziemlich gut festlegen oder festmachen anhand des Beispiels vom 1. Oktober 2017. Da war es so, dass zum Beispiel das spanische öffentliche Fernsehen, glaube ich, erst um 17 Uhr oder um 19 Uhr zum ersten Mal überhaupt über die Gewalt gesprochen hatte, obwohl die ja schon von seit 8 in der Früh im Gange war. Ja, im katalanischen Fernsehen Das auch heißt, live übertragen. Ja, also das genau, habe im ich auch katalanischen gesehen. Fernsehen wird halt natürlich im Rest Ja. von Spanien nicht ausgestrahlt oder gesehen. Deswegen war ein großer Teil der spanischen Bevölkerung komplett fehlinformiert, hatte gar keine Ahnung, was da abgeht, obwohl in ganz Europa schon darüber währenddessen berichtet wurde, also BBC, ARD, ORF, diese ganzen Medien berichteten schon darüber, dass da Gewalt beim Referendum vorkommt und alle waren sehr empört und skandaliert. Und im Rest von Spanien, die mehrheitlichen großen, also auch die privaten Sender hatten kein Wort darüber verloren. Es gibt einen Journalisten, den wir auch schon häufiger in der Sendung hatten, der Ralf Streck, der in Spanien lebt und aber auf Deutsch schreibt, unter anderem für den bei Heise erschienenen Telepolis Blog, News, wie auch immer, ja. Dort erscheinen regelmäßig dann auch gute Artikel zu dem ganzen Thema in Spanien und Katalonien. Ich würde noch mal eine Frage stellen wollen. Ich hoffe, es geht relativ fix, sie zu beantworten. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das ist, als Katalan, so heißen die, glaube ich, da aufzuwachsen. Also von wirklich von Kind auf, bis man erwachsen wird. Lernen die überhaupt, haben die Unterricht auf deren Muttersprache oder wird da schon quasi gesagt, du musst, um zur Schule zu gehen, Spanisch, also diesen andere Art von Spanisch. Wie heißt das? Also das ist, ja, Kastilisch. Kastilisch ist eigentlich Kastilisch. Spanisch. Ja, Kastilisch ist okay. eigentlich Klassisch, Spanisch. das ist das klassische Spanisch, genau. Nein, wir haben zum Glück in Katalonien ein katalanisches Schulsystem. Das heißt, Unterrichtssprache ist normalerweise eigentlich katalanisch und das wird auch von einer ganz großen Mehrheit der Bevölkerung unterstützt. Nur wird da die ganze Zeit versucht, das zu boykottieren und beziehungsweise in Misskredit gebracht. Also es ist auch zum Beispiel so, dass alle Umfragen bestätigen, dass also im nationalen Durchschnitt die Katalanen oder die katalanischen Kinder überdurchschnittlich auch sozusagen bei Spanisch-Tests ausfallen. Das heißt, sie sind auf jeden Fall gut unterwegs. Dementsprechend gibt es auch kein Problem. Aber im Rest von Spanien verbreitet man oft die Lüge, dass es in Katalonien nicht alle Leute, nicht alle Menschen richtig gut Kastilisch können würden. Und jetzt ist es sogar so, dass der Verfassungsgerichtshof hat vor 2 Wochen einen neuen Spruch
rausgebracht. Und man muss jetzt denken, dass dieser ganze Kampf um die katalanische Schule jetzt schon mittlerweile über 40 Jahre andauert und auch die Früchte getragen hat, dass man heutzutage eben auch, dass die katalanische Sprache sozusagen auch wieder in die Öffentlichkeit geraten ist, dass zumindest die Kinder eben dann lesen und schreiben lernen auf Katalanisch. Vor allem eben die, die in einem Elternhaus eben, wo man, die zu Hause eben Kastilisch sprechen. Was natürlich was vor allem Vereinendes hat, dass alle Menschen das auch beide Sprachen können. Auf jeden Fall hat der Verfassungsgerichtshof jetzt beschlossen, dass mindestens 25% des Unterrichts auf Spanisch stattfinden muss. Also Unterrichtssprache, das ist eben so, also bis jetzt war es eigentlich so, dass du hattest Katalanisch als so wie Deutsch sozusagen in Deutschland und dann hattest du Spanisch, also sozusagen wie eine erste Fremdsprache, wobei die schon verstärkt auch unterrichtet wurde. Und aber wenn du jetzt zum Beispiel Geografie oder Mathematik hast, hast du das normalerweise eigentlich auf Katalanisch gemacht. Seit ein paar Jahren gibt es die Möglichkeit, ist die Möglichkeit eingeräumt worden, das ist aber sehr kritisch, also sehr schwierig eigentlich durchzuführen, dass einzelne Familien beantragen dürfen, dass ihre Kinder auf Spanisch unterrichtet werden. Aber das wird eben von der allergrößten, also Umfragen ergeben, dass 99% der katalanischen Bevölkerung eben die eigentlich den Unterricht auf Katalanisch haben möchte. Ja, genau. Und das ist natürlich schwierig, wenn du dann eine Familie hast in der Schule, die was anderes will, naja, was machst du dann? Musst du dann jetzt das ganze System deswegen umstellen? Ja, auf jeden Fall gibt es einen ganz großen Hass. Also es liegt vor allem einfach die Leute zum Beispiel, du bist ein Andalusier und ziehst nach Katalonien und ganz viele Leute verstehen nicht, wieso ihr Kind jetzt Katalanisch lernen soll. Naja. Die weigern sich einfach dagegen. Auch richtig aktiv, also die werden auch, schreiten aktiv zur Tat, um gegen das Katalanische in der Schule vorzugehen. Und ich verstehe es insofern nicht, weil das ist einfach so, wenn du in ein anderes Land ziehst, wo man eine andere Sprache spricht, dann ja, sollte man die halt lernen. Normalerweise lernt man die einfach, ganz einfach, und versucht nicht seine eigene Sprache den anderen auch überzustülpen. Genau, aber da die halt Rückenwind von Spanien quasi an sich haben, versuchen sie es halt trotzdem. Und dadurch entsteht ihm halt quasi intern noch mehr Stress. Ja. Genau. Ja. Okay. Es wird eigentlich ein Konflikt erzeugt, oder der eigentlich nicht existiert. Also in Katalonien selber hat niemand ein Problem, also wie gesagt, der überwältigende Mehrteil der Bevölkerung kein Problem mit mit dem Bilinguismus sozusagen. Ja, genau. Ja. Wollen wir das Katalonien-Thema damit abhaken, ja. Ich meine, wir alle sind natürlich eingeladen, den Katalonien-Podcast weiter zu hören und vielleicht auch nachzuhören zu den einzelnen Themen, die wir da haben. Ist eigentlich immer ganz gut beschrieben, was wir besprechen in den Shownotes der einzelnen Folgen, also katalonien-podcast.de. Ich hoffe, das darf man sagen. Patrick. Ja. War jetzt lang, ne? War viel Information. Bisschen, ja. Ich hatte auch immer wieder Fragen zwischendurch, die wurden dann aber wieder automatisch beantwortet und das auf jeden Fall ein großer Redner. Ja, Luis kann das, ja. 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 Sind wir froh, ja. Genau. Ja, wir wollten ja auch nochmal was besprechen, ne? In aller Kürze, weil ein bisschen 10 Minuten haben wir noch, ja? Ja, 12, ja, 10. Ja, ja, genau, ja. Genau. Tut mir leid. Nö, alles gut. War ja. Hätte ja anders kommen können, wenn das gestern geklappt hätte. Ja. Ja, wir hatten eigentlich geplant, quasi in unserer Zeit heute ein bisschen zu erzählen. Das Grundthema war Podcast verbindet. Ja. Und wollten mal so ein bisschen erzählen, wie wir uns quasi auch kennengelernt haben oder allgemein unsere Geschichten, wie man so zum Podcasting oder zum Podcast hören gekommen ist. Und ich würde einfach quasi mal ein bisschen erzählen, wie das bei mir so war, wie das Thema Podcasting in mein Leben getreten ist. Ja. Angefangen hat es tatsächlich mit dem iPhone, weil da hatte ich dann das erste Mal den Kontakt überhaupt mit dem Thema Podcast und auch mit dem Wort. Und da war eben halt auch schon, ich glaube damals halt auch schon die Podcast-App vorinstalliert oder man konnte sie zumindest, damals war das noch in der iTunes-App. In der mobilen iTunes-App war das eine Kategorie. Und da bin ich dann das erste Mal auf Podcast gestoßen. Und
Hab dann, ich glaube, sogar die Freakshow als allererstes entdeckt, irgendwann so, was so mein Thema war, nachdem ich so ein paar durch hatte. Bits und so, kam auch ziemlich Hieß die schnell schon Freakshow dazu. oder war das noch Nee, Mobile damals Max? hießen die ja nochmal Mobile Max, Ne? genau. Die haben sich ja dann irgendwann umbenannt. War aber recht angetan von diesem Thema. Ich habe das damals mobile Radiosendung gehört, die man selbst abrufen kann und dann auf Play drückt. Also so Leuten, die damit überhaupt nichts zu tun hatten, wie will man Podcasting erklären? Ja. Also das ist schon, war schon so ein Ding für sich und ich war auch relativ begeistert. Umso mehr Themen man irgendwie so für sich entdeckt hat. Leute, die da freiwillig sitzen und Sachen erzählen, wissen, was man haben möchte und das quasi gratis oder eben halt mit Sponsoring. Und das ging so weit, dass ich das sogar zum Teil Thema in meiner Abschlussarbeit gemacht habe. Ich habe Marketing studiert und habe halt Kampagne als Abschlussfach gehabt und da habe ich das halt mit einfließen lassen, weil da fing es so langsam an mit, wie werden denn die Formate überhaupt bezahlt, also wenn die dann bezahlt werden wollen. Bits und so hat ja zum Beispiel Sponsoren und das habe ich dann quasi in meiner Kampagne ein bisschen mit einfließen lassen, was die meine Prüfer quasi noch überhaupt nicht verstanden haben. Die wussten noch nicht mal, was Podcast genau bedeutet. Und inwiefern man das irgendwie bezahlt bekommt, erst recht nicht. Aber na gut, hab trotzdem bestanden, alles gut. Und dann ging es auch so langsam los mit den Medienhäusern, die das aufgegriffen haben. Heise und ARD mit Tagesschau und immer mehr Radiosender haben halt so sich in Formaten ausprobiert. Und das wurde tatsächlich immer mehr publik. Ja, und dann bin ich irgendwann auf Malik gestoßen, Grüße an der der, Stelle. wie bitte? Grüße an der Stelle. Ja, genau, Grüße an Ja. Malik. Der zu Gast war bei der Freakshow. Da hieß sie sogar auch schon so. Und sympathische Stimme, super Sprecher, auch Tech-Thema. Und hat er natürlich auch seinen Podcast gepluggt, Audiodump. Und dann bin ich mal rüber. Und fand ich so cool, dass ich tatsächlich jede einzelne Folge nachgeholt habe. Ich weiß nicht warum, ich hatte irgendwann mal Podcast Mangel und habe dann einfach mal angefangen und bin auch tatsächlich durchgekommen. Und dann ging es halt irgendwann los mit der Slack-Community, da kam dann irgendwann Slack auf, dadurch konnte man dann so ein bisschen mit den Leuten chatten. Vorher wurde das oft im IRC-Chat gelöst. Slack war aber natürlich viel einfacher zu bedienen und auch einfacher zu handeln. Und ja, und da kam es dann irgendwie zu so einem Community-Denken. Und das ging so weit, dass man heutzutage sogar Lebkuchen von einer fast fremden Person gebacken bekommt, extra vegan, und zugesendet bekommt, obwohl man einmal quasi mit dem Videochat gemacht hat, per FaceTime. Oder dass man Gitarrenunterricht bekommt über FaceTime. Das sind so Sachen. Die sind einfach so, habe ich sonst nie irgendwo gefunden. Also außer vielleicht im Online-Gaming. Das ist eine sehr, auch eine eigene Mentalität. So, man hat ein gemeinsames Hobby und schließt auch so eine Art Freundschaften. Und beim Podcasting ist das auch sehr da, dieses Thema. Einander helfen und Themen besprechen. Und ja, so weit, dass man Leute findet, mit dem man irgendwie dann auch Lust hat, einen eigenen Podcast zu machen oder als Co-Hoster quasi da irgendwie mit einzusteigen und irgendwann seinen eigenen Podcast plant. Das ist, finde ich, ein sehr faszinierendes Ding, was da so die letzten 10, 20 Jahre abgegangen ist. Bis hin zu diesem Negativpart, dass das jetzt quasi so richtig groß wird und sich die großen Firmen das unter den Nagel reißen wollen. Ja, Wie Spotify Plattform-Themen, und genau. genau die einschlägigen großen Plattformen, um ihr eigenes Produkt zu schönen und Leute daran zu ziehen, um ja, damit Geld zu machen. Und zwar nicht so, wie es sonst so war, freie Rede und dann versucht man Sponsoren, die einem gefallen zu finden, sondern wirklich, das wird irgendwann losgehen. Spotify wird Werbung einfach drüber schalten. Und dann darf man wahrscheinlich dann nicht mehr dies, nicht mehr jenes sagen. Amazon hat damit angefangen. Die wollen jetzt auch wieder da einsteigen und die haben jetzt schon gesagt, man darf aber nicht schlecht über Produkte reden, die wir verkaufen. Das ist Also schon über mal das alles. erste Mund, Über ja, ganz so nicht über ungefähr. Also Produkte schon mal sprechen. mundtot machen in großer Linie. Ja, da gehen wir einfach nicht hin. Ja. Ja, das ist schon, und da sitzt man auch so ein bisschen in der Zwickmühle, weil einerseits will man gehört werden, andererseits
nicht auf diesem Wege. Es kommt halt darauf an, immer so ein bisschen abzuwägen, was will man. Also wenn man eine politische Message hat und damit irgendwie Reichweite erreichen möchte und man kann diese Regeln irgendwie einhalten, die Spotify und Amazon und so ein auflegt, dann ist vielleicht sogar ein guter Weg, Reichweite zu erreichen. Aber es sollte eigentlich nicht die Frage Der auf dem Tisch sein. Katalonien-Podcast ist auch bei Spotify, aber nicht sonderlich erfolgreich dort. Das meiste kommt tatsächlich, weil ich bewerbe das auch nirgends. Ne? Also ich finde, ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob das gesund ist, ob der da noch drin bleiben soll oder nicht. Das werde ich jetzt mal noch beobachten. Sobald die tatsächlich anfangen, ungefragt irgendwie Werbung drüber zu schalten und du als Podcaster kriegst halt 0,0 davon ab, irgendwie, ja, nur dass die halt ihre Plattform haben, dann gehen wir da auch raus, weil das bringt eigentlich, so richtig viel bringt das nicht. Ja. Ja. Es gibt ja da auch ein interessantes Beispiel von, ich glaube, war das nicht auch Bits und so, oder? Weiß ich jetzt, ich will nichts Falsches Ich sagen, glaube aber ja. ne, der aus dem, wo Spotify halt einfach Stecker gezogen hat und hat die aus ihrem Verzeichnis rausgeschmissen und damit verlierst du irgendwie dann mal ein Drittel deiner gesamten Hörerschaft, ohne dass die vorher irgendwie was wissen können. Ne? Von daher dieses Selbsthosten, auch wenn WordPress wehtut oder so, ja, einfach machen. Sich einen guten Hoster suchen, dann, ja, wenn man es einmal eingerichtet hat, ist das eigentlich relativ easy und handelbar. Ja, und bleibt frei vor allen Dingen. Ja, genau. Ja, dieses Community-Thema mit dem bin ich das erste Mal so richtig in Berührung gekommen. Damals hatte ich, das war so 2000. Zwei und dann noch ein paar Jahre. Da war ich in einem Internetforum aktiv. Das hat sich auch um Open Source Software gekümmert. Das war damals dieser Linux-Router, IP-Cop hieß der, den man installieren konnte. Quasi ein eigenes Linux-Betriebssystem, was dann halt Firewall und Router gemacht hat. Und da gab es ein IP-Cop-Forum.de und da war ich damals irgendwie dann Moderator und das war auch eine sehr, sehr angenehme Community und da gab es auch zwei, dreimal ein Treffen in der Nähe von Köln. Das war super, hat echt Spaß gemacht. IPCOP ist dann runtergegangen, beziehungsweise die Entwicklung fand dann nicht mehr so statt und ist dann quasi mehr oder weniger gestorben. Das Forum gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Aber damals war das schon so dieses, aha, guck mal, ja, da gibt es was anderes, außer die Freundschaften, die man nur in seinem Umfeld pflegen kann. Und da dieser Community-Gedanke da hochkam. Ja. Und jetzt natürlich klar über Audiodump, über Clean Electric, über diese ganzen Slack-Kanäle, die halt unheimlich gut und auch mit sehr, sehr interessanten und netten Personen gefüllt sind. Das macht schon richtig Und Spaß. dadurch sind ja auch ist ja sogar eine Reise entstanden. Wir sind ja quasi auch auf Norderney einmal gewesen, weil wir dann Ja, ein genau. Projekt unterstützt haben und dabei sein wollten. Und das sind so Sachen, die kann ich meinen Eltern jetzt nicht so unbedingt erklären, warum das so passiert. Ja, Also das genau. Wo ist, ne, gehst die du hin? verstehen das zwar Warum? schon, aber Wie? die leben das halt Ja, nicht. wer ist das? Und ja. Ja, also auch das Medienkonsumverhalten ist halt bei mir komplett anders geworden in der Zeit, weil Fernsehen war nicht mehr. Also weil es eh nur Blödsinn, was da Ja, läuft, vieles. genau. Ja. Und dann höre ich lieber Gesprächen zu, die teilweise Quatsch, teilweise kluge Sachen sagen, je nach Bock und Ja. wie sie gerade lustig sind. Ja. Entertaint mich teilweise viel mehr und hat immer so einen intellektuellen Hintergrund, was mich mehr reizt als RTL gucken. So, ich gucke auf die Uhr. Wir müssen Schluss machen, wenn wir pünktlich sein wollen. Und das sollten wir, weil sonst haben die nach uns weniger Zeit zum Testen und Machen und Tun. Wir wissen ja, wie wichtig das ist mit dem Testen. Von daher, von unserer Seite ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Genau, und auch vielen Dank an das Sendezentrum-Team, die uns da unterstützt haben und die Technik zur Verfügung gestellt haben. Ich werde die Folge in beiden Feeds veröffentlichen. Da nochmal katalonien-podcast.de und ccasts.net sind die Internetseiten, unter der ihr das Ganze erreichen könnt. Ich bin jetzt dann auch im RC3 Sendezentrum-Chat weiterhin erreichbar, falls noch Fragen sind, die wir jetzt aber in der Sendung leider nicht mehr beantworten können. Es kamen auch keine rein, ja. Von daher waren wir
entweder langweilig oder, oder es war richtig gut informiert. Ja. Wir nehmen mal Letzteres an. Gut, dann von mir aus tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, schönen Abend noch. Ciao, ciao. Eine Produktion von Seacasts. Seacasts.net.